So, heute kommt mal eine etwas andere Vorstellung ganz normal. Und zwar kommt heute mal eine kleine Vorstellung von einem F-Tool. Ich wurde schon wieder mal gefragt, was nutze ich für ein F-Tool, wie funktioniert das, was müsst ihr machen, ist es safe, ja, nein, vielleicht. Und deswegen dachte ich mir, na okay, mache ich heute mal eine Vorstellung von einem F-Tool. Und zwar nennt sich das Ganze hier das F-Tool Extended 0.9a. Das Ganze ist, glaube ich, von Mannox, ne, hier von Mancana. Ich bin nicht sicher, es gibt ein F-Tool von Mannox. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das F-Tool jetzt zum Teil von Mannox ist oder generell von ihm. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Und ja, auf alle Fälle läuft das Ganze so ab. Hier gibt es auf alle Fälle diesen Elite-PvP-Eintrag. Man muss zusagen, und das ist mal so eine Warnung generell, wenn ihr euch irgendwas downloadet, was es eben jetzt mal nicht offiziell ist oder kein offizielles Tool, kein offizielles, soll ich sagen, was einmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal so, nicht ganz safe ist, ist das sicher, ist es nicht sicher und so weiter. Und ich will jetzt auch generell von vornherein sagen, ich kann nicht garantieren, ob dieses F-Tool sauber ist, ob da Viren drin sind, Trojaner, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich kann es. Es gibt hier natürlich den Source Code, den kann man jetzt natürlich bestimmt durchschauen, wenn man da Lust hat und so. Ist wahrscheinlich relativ viel Arbeit und deswegen keine Ahnung. Wie ich schon sagte, ich kann nicht sagen, ob es sicher ist. Es werden, wenn man es downloadet, einige Viren angezeigt. Es kann zum Teil normal sein, weil man sagen kann, okay, gut, dieses Tool greift natürlich auf andere Fenster zu. Also quasi halt so die Sachen, die dann eben Virenscanner halt dann eben schon hyperventilieren lassen und deswegen, es kann zum Teil normal sein. Also es gibt wahrscheinlich kein F-Tool, wo es keine Meldungen von Virenscanner gibt. Weil ich meine, klar, das ist natürlich ein externes Tool, welches quasi auf ein anderes Fenster, auf einen anderen Prozess zugreift, da auch noch Sachen schickt oder ausliest und so. Deswegen, es ist zum Teil normal. Aber ich kann natürlich nicht sagen, ist das Ding clean? Ja, nein. Das muss jeder für sich selbst wissen und ja, da schreibt doch schon jemand, ist der Keylogger noch drin und so. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, momentan, ich hatte noch kein Problem bisher. Und ja, das ist auf alle Fälle das, was ich sagen kann. Und die meisten Leute schreiben auch hier, dass eben kein Keylogger mehr drin ist. Und auch dieser Typ, der das Ganze veröffentlicht hat, 2008 vor allem, schon echt ewig her. Hat auch geschrieben, da ist eben keiner drin, beziehungsweise wenn man ansonsten halt eben dem Ganzen nicht traut, kann man das Ganze selbst kompilieren. Und deswegen, ich denke mal, es könnte, sollte, müsste sauber sein. Genau, auf alle Fälle, ihr downloadet das Ganze hier. Müsst ihr wahrscheinlich einmal anmelden bei diese PvPers. Ich weiß nicht, ob ihr einen Account habt oder nicht, je nachdem. Sonst kann man auf alle Fälle das Ganze nicht downloaden. Dann downloadet ihr das Ganze, dann habt ihr eine ZIP-Datei. Ich meine, brauche ich nicht erklären, ZIP-Datei einfach irgendwo einen Ordner erstellen, in Programmen und Programmordner und einen Ordner erstellen. Dann ist hier ein Parkman und so weiter. Und wenn wir das Ganze starten, wird es wahrscheinlich erstmal zu Problemen kommen. Deswegen machen wir Folgendes. Und zwar öffnet ihr euer Antivirenprogramm. Ich habe hier zum Beispiel Avira. Und, also beziehungsweise Avira sieht jetzt auch anders aus, um es mal kurz zu zeigen. Sekunde, wenn mich hier Avira öffnet. Jetzt ist es ganz weg. So, Avira, RIP. Kurz mal eben starten. So, hier ist es. Das ist quasi das neue Avira, dann gehen wir eben auf Öffnen. Sorry, es öffnet sich jetzt gerade leider nur auf anderen Bildschirmen. So, dann öffnet sich wie gesagt dieses Ding hier. Dann geht ihr auf Extras, Konfiguration. Öffnet sich wieder auf anderen Fenster. So, dann können wir mal minimieren. Hier machen wir die zwei Dinge auf. Und zwar haben wir hier quasi mal einmal die Ausnahmen. Und hier haben wir nochmal Ausnahmen. Also bei dem Echtzeitscanner und bei der Systemscanner-Suche. Ich habe übrigens mein F-Tool hier beim Chronaflive-Ordner drin. Einfach weil ich zu faul war, jetzt hier nochmal ein Ding anzulegen, was auslassen soll und so weiter. Deswegen, ich habe quasi einen Flive-Ordner, der halt zum Beispiel ansonsten sowieso Probleme macht, genommen, zu den Ausnahmen hinzugefügt und dann quasi alle Programme da reingefügt, wo ich weiß, okay, die will ich da drin haben, die sind meiner Meinung nach sauber oder sind hoffentlich sauber. Und deswegen soll der Virenscan nicht reinschauen, so deswegen habe ich eben alles in Chronoflive-Ordner reingelegt. Genau, hier ist quasi drin, einmal bei den Ausnahmen und hier nochmal bei den Ausnahmen ist es hier ebenfalls nochmal drin.
Und das führt gerade dazu, dass der Virenscanner hier halt einfach bei der Echtheitssuche, also quasi, Virenscanner arbeitet im Hintergrund immer auch und durchsucht dann irgendwelche Dateien, die man halt gerade benutzt oder gedownloadet hat und so weiter. Und ansonsten quasi das hier auslässt und auch nochmal hier bei der Systemscanner-Suche, wenn man zum Beispiel einen Virenscan macht, dass es dann ebenfalls nochmal ausgelassen wird. Genau, zum eigentlichen F-Tool. Es gibt hier einige verschiedene Sachen, die jetzt vielleicht mal ein bisschen viel ausschauen. Ich kann mal sagen, ja, im Prinzip dieser Feeder ist im Prinzip das gleiche wie der Spammer. Das macht eigentlich absolut null Unterschied. Deswegen kann man eigentlich jetzt erstmal ignorieren. Das Spammer ist aktuell so das Tool, was ich eigentlich am meisten nutze. Und zwar macht er folgendes: Im Prinzip ein Spammer, ihr spammt Buttons. Hier kann man quasi einstellen, in welchem Sekundenintervall. Leider kann man nur ganze Sekunden reinschreiben, was ziemlich schlecht oder ziemlich, ja, ziemlich beschissen ist, sagen wir es mal so. Oder was besser sein könnte, sagen wir mal so. Und ja, dann wählen wir jetzt zum Beispiel aus Skill bei 1. Das ist quasi wichtig bei Servern, wo jetzt quasi hier das neue Flive Design haben, dieses schwarze, dieses dunkle Flive Design. Dann hat man ja quasi, nee, sorry, andersrum. Bei den alten Flive Design, wo man dann quasi noch mit den normalen 1 bis 9 oder so zwischen den Skill-Leisten wechseln kann, da ist es wichtig. Bei den neuen Flive Design ist es nicht wichtig. Und da gibt man zum Beispiel einen F-Key, also zum Beispiel F1. Gibt man zum Beispiel einen, alle 2 Sekunden spammen oder alle 1 Sekunden spammen, was zum Beispiel Heal sein kann. Dann geht er auf Select Window. Achso, jetzt haben wir kein Flive-Fenster zu laufen. Lass mal kurz mal starten schnell. Sekunde. So, Refresh. Genau, hier zum Beispiel aktuell mal Floral-Fly-Fenster. Geht quasi hin, könnt ihr auch so Jump-To machen und so, dann wird quasi das Fenster angezeigt, welches ihr gerade zum Beispiel auswählt. Und dann geht ihr einfach auf Select Client. Und hier sieht man zum Beispiel Started Window, ist Floral-Fly. Und wenn er auf Start geht, wird quasi hier bei diesem Fenster aktuell, ich kann es euch gleich zeigen. Hier zum Beispiel spammt gerade aktuell diese Zahl rein, F1 und so. Ich weiß gar nicht, kann man F1 spammen? Ne, irgendwie spammt gerade. Achso, ne, er spammt gerade die andere Zahl rein, oder quasi die ganze Zeit. Also, das F-Tool ist ein bisschen, sag ich mal, blöd, was jetzt dieses Spamming betrifft. Und zwar gibt er quasi immer wieder ein 1, dass er quasi auf das Skill-Leiste der 1 zurückgeht und dann F1. Das heißt, ist ein bisschen umständlich und so, deswegen, naja, gut. Ist halt einfach so. Gibt auch andere F-Tools, die das Ganze nicht machen und so, aber muss man halt mal einfach so mitleben. Deswegen, keine Ahnung. Ja, ansonsten, das ist quasi der Spammer. Gibt es noch so ein Collector-Ding, kann man zum Beispiel einstellen, wo die Batterie drauf ist. Legt man zum Beispiel Batterie auf, hier, keine Ahnung, F10, nein, gibt es gar nicht, F9. Legt man Batterie drauf, jetzt wird die angeschrieben, warum wird die angeschrieben? Ich nehme gerade auf. Okay. Dann wählt man quasi ein Fenster aus, wie gerade eben, und klickt auf Starten. Alle, ich weiß gar nicht, 30 Minuten oder so, wird dann quasi die Batterie getauscht oder halt eben ersetzt. Und funktioniert übrigens auch nicht auf allen Servern, nur wo eben kein Bestätigungsfenster kommt. Ein Buffer, den legt man erstmal hier an, zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel, Haste ist auf F5. Ne, Skill bei 1 und auf F5. Und dann gehen wir zum Beispiel auf einen Buffer drauf, sagt zum Beispiel Haste, wollen wir buffen, haben gerade eben festgelegt, wo es drauf ist, dass er quasi weiß, wo ist Haste drauf und gehen quasi auf Start. Genau, das muss man natürlich mit dem Flyfindo selecten und so weiter, funktioniert natürlich jetzt gerade nicht. Ja, ansonsten hier noch SF, GT, Heal Rain, quasi in welchem Sekundenabstand das Ganze ist und so. Und ja, im Prinzip keine große Kunst, Skill Markups gibt es nicht. Windows-Settings, ja gut, kann man das Ding wahrscheinlich irgendwie, ja weiß nicht, Kill, Hide, Show, was auch immer, habe ich nicht getestet, kann jetzt nicht sagen, was das genau ist. Fenster renamen macht natürlich Sinn, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie 10-mal Floral Flive oder so hat oder 10-mal No Flive, dann kann man zum Beispiel benennen, irgendwie, keine Ahnung, No Flive, Flap, No Flive, Waggy, No Flive, Supporter, was weiß ich. Und das macht natürlich mehr Sinn. Dann kann man natürlich sagen, okay, das in das Fenster ist der und der Charakter und so weiter. Genau, ansonsten kann ich nur sagen, ich haue mal diesen Link in die Beschreibung. Das war die Vorstellung und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FluffyP.